Die Wahl der richtigen Einstellung, das Allerwichtigste im Verkauf, und zwar in allen Verkaufsbereichen. Vorher noch eine ganz kurze Übersicht über die Treppenstufenmethode. Merken Sie sich einfach EKISWA. Wofür steht das? Für die einzelnen Stufen der Treppenstufenmethode. EKISWA. Das E steht für Einstellung, die Wahl der richtigen Einstellung. Denn wenn wir die richtige Einstellung nicht gewählt haben zum Kunden und zum Verkaufen, dann können wir auch auf die Dauer nicht erfolgreich sein. Das K steht für den Kontaktprozess. Und zwar meinen wir mit Kontaktprozess den menschlichen Kontakt. Geschäfte finden zwischen zwei Menschen statt und nicht zwischen einem Mensch und einem Möbelhaus. Das heißt, wir müssen uns als Mensch erstmal verkaufen, bevor wir dem Kunden Möbel verkaufen können. Das I von EKISWA steht für die Ist-Situation. Wir müssen rauskriegen, wie ist die Ist-Situation des Kunden? Wie lebt er jetzt? Was gefällt ihm an der Einrichtung, die er jetzt hat? Und was stört ihn an der Einrichtung? Das heißt, die Ist-Situation, EKISWA, das I. Das S von EKISWA steht für die Soll-Situation. Wenn wir wissen, wie es jetzt aussieht, müssen wir aus dem Kunden genau rauskriegen, wie er sich denn sein Leben erträumt, wenn seine neue Einrichtung da ist. Wir verkaufen ja Bilder im Kopf des Kunden. Und damit wir das richtige Bild verkaufen können, müssen wir aus dem Kunden erstmal rausholen, wie seine Soll-Situation ist. EKISWA, das S. W steht dann für Warenpräsentation. Da sind die meisten Möbelverkäufer, die ich sehe, sehr gut. Aber sie reden die ganze Zeit nur darüber, wie das Möbelstück beschaffen ist und was es kann und was für Funktionen es alles hat. Darauf kommt es aber gar nicht so an, sondern es kommt darauf an, in der Warenpräsentation genau die Tatsachen und die Nutzen für den Kunden aufzuzeigen, die genau für diesen Kunden wichtig sind und nicht alles, was dieses Sofa kann und ist und hat. EKISWA, das W steht für Warenpräsentation und das A ganz hinten von EKISWA steht für den Abschluss. Abschluss. Das sind Techniken, die überschätzt werden. Viele denken, wenn ich nur die richtigen Worte im Abschluss finden könnte und den Kunden richtig unter Druck setze, dann wird er schon schreiben. Nein, der Abschluss folgt ganz natürlich aus einem guten Verkaufsprozess. Und wenn wir vorher die einzelnen Stufen richtig gemacht haben, E wie Einstellung, K wie Kontaktaufbau, I wie die Ist-Situation, S wie die Soll-Situation, die Träume im Kopf des Kunden ermittelt, W, die Warenpräsentation genau zugeschnitten auf diesen Kunden. Und zwar nicht 10 Sofas, sondern 1, 2 sehr, sehr gezielte Sachen, die wir zeigen. Und wenn wir dann einen Abschlussversuch machen, dann haut das wesentlich öfter hin, als wenn wir einfach nur Ware gezeigt haben und danach fragen, und wollen Sie das so? Also, das ist der Überblick. EKISWA, mehr müssen Sie sich nicht merken, dann wissen Sie jederzeit, wo im Prozess Sie sich befinden. Wichtig ist, jede Stufe einzeln abzugehen, denn das steigert die Chancen, am Ende tatsächlich das A, den Abschluss, auch zu bekommen.